Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um die Jobperspektive Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter in der Energiewirtschaft gehen. Um was geht es erstmal bei diesem Job? Natürlich darum, die ganzen Vordergrundprozesse und Hintergrundprozesse der Energiewirtschaft zu erledigen. Auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr ja zur Genüge herausfinden, was es so alles an komplexen Hintergrundprozessen gibt. Und die müssen ja auch von irgendjemandem einfach gemacht werden. Und das sind eben die Sachbearbeiterinnen in der Energiewirtschaft. Da geht es darum, schon im ganz klassischen Kundenservice, am Telefon, per E-Mail, per Post oder auch in einem Kundencenter mit Endverbrauchern darüber zu sprechen, was da gerade für ein Problem herrscht, welche Herausforderungen gelöst werden müssen. Es geht darum, Rechnungen zu erstellen, Zählerstände zu checken, freizugeben und an die Marktpartner weiterzuleiten oder von denen zu empfangen. Mit den Marktpartnern, also zum Beispiel mit einem Verteilnetzbetreiber zu telefonieren und zu sagen, hey, dieser Zählerstand ist nicht plausibel, da sollte nochmal abgelesen werden. Oder zum Beispiel einen Lieferantenwechsel zu klären, also bei einem alten Versorger anzurufen und zu sagen, hey, wir sind der neue Versorger, der Kunde möchte zu uns, du musst jetzt der Kündigung zustimmen und dann eben solche Dinge, sowie die noch viel krasseren Hintergrundprozesse im Rahmen des Energiedatenmanagements oder auch der Strombilanzierung. Es gibt da eben jede Menge zu tun und das muss ja von jemandem gemacht werden. Und das sind, wie gesagt, die Sachbearbeiterinnen in der Energiewirtschaft. Wie kommt man jetzt an so einen Job? Also wer bietet das überhaupt an? Das sind einerseits natürlich die Stadtwerke, die Energieversorger, also auch die größeren überregionalen oder auch die Energiekonzerne. Das sind Stromnetzbetreiber, Gasnetzbetreiber, das sind die Messstellenbetreiber. Also erstmal vielerlei Unternehmen, die direkt in der Energiewirtschaft ganz klassisch verortet sind, aber natürlich auch die Dienstleister. Und da spiele ich jetzt vor allem auf Prozess-Outsourcing-Dienstleister an, weil es davon jede Menge gibt und die auch jede Menge Jobs vergeben an zum Beispiel Quereinsteiger in der Energiewirtschaft. Und warum? Eben genau deswegen, weil es so viele komplexe Hintergrundprozesse gibt, können die meisten Stadtwerke und Energieversorger die nicht selbst mit ihren eigenen Mitarbeitern erfüllen, sondern sagen sich eben, ich möchte die Abrechnung, die Rechnungserstellung komplett rausgeben an einen Outsourcing-Dienstleister. Prozess-Outsourcing in der Branche auch als BPO, Business Process Outsourcing, bekannt. Ich selbst habe 2011 bei so einem BPO-Dienstleister angefangen. Ich war seit 2011 bis ungefähr 2016 Sachbearbeiter in der Energiewirtschaft über einen Prozess-Outsourcing-Dienstleister bei verschiedensten Stadtwerken und Energieversorgern vor Ort. Das heißt, die haben es gesagt, wir möchten hier verschiedene Aufgaben nicht mehr selbst übernehmen. Und mein Arbeitgeber als Dienstleister hat mich eben hingeschickt. Ich war in verschiedensten großen Städten bei großen Stadtwerken und großen Energieversorgern und habe dort mitten im Team die Aufgaben übernommen, zum Beispiel in der Abrechnung, in der Netznutzungsabrechnung, im Lieferantenwechselclearing, in der Bilanzierungsbearbeitung, Energiedatenmanagement. Also ich habe dadurch mal alles selbst sehen können. Und da merkt ihr auch schon, was eine der Haupteigenschaften ist bei so einem Outsourcing-Dienstleister. Man macht eben immer mal wieder verschiedene Aufgaben, weil das Ganze projektgebunden ist. Das heißt, es wird von vornherein gesagt, wir möchten diese Aufgabe für 2 Jahre von euch erledigen lassen. Und wenn man selbst erst nach einem Jahr, nach Beginn reinkommt in dieses Team, dann ist man eben maximal 1 Jahr in dieser Aufgabe. Und genauso, wenn dann irgendwann mal andere Aufgaben dazukommen, dann kann es sein, dass man diese dann übernehmen soll. Das heißt, es ist relativ wechselhaft. Es gibt auch Kollegen, die 15 Jahre dasselbe dort machen, aber im Regelfall hat man viele Erfahrungen in vielen verschiedenen Bereichen sammeln können. Deswegen habe ich ja schlussendlich auch den Weg dann genommen, mich weiterzuentwickeln und bin schlussendlich heute ja Unternehmensberater und Trainer für die Energiewirtschaft, weil ich alles mal selbst gemacht habe und deswegen praktische Erfahrungen mitbringe wie kaum jemand anderes. Und auf der anderen Seite ich mich natürlich auf theoretischer Ebene deutlich weitergebildet habe und das Ganze eben kombinieren kann. Auf der anderen Seite, also wenn man direkt bei einem Stadtwerk oder Energieversorger ist, dann ist man im Regelfall auf einer festen Aufgabe. Dann kommt man eben für die Abrechnung in das Team rein und dann übernimmt man für die nächsten 20 Jahre die Abrechnungsaufgabe. Wenn die sich mal ändert, dann okay, aber im Regelfall wird man dann genau diese Aufgabe übernehmen. Außer es gibt mal größere Umstrukturierungen oder man möchte jetzt aktiv auch mal wechseln, aber im Regelfall geht es dann um eine feste Aufgabe. Wenn einem das gefällt, ist es genau das Richtige. Was gibt es noch so für Unterschiede? Natürlich in der Bezahlung. Bei einem Stadtwerk ist man schon mal ganz allgemein im öffentlichen Recht. Das heißt, da gibt es Tarifverträge, da gibt es ganz gute Gehälter. Bei Energieversorgern im Regelfall auch, weil die auch oft genug groß genug sind, dass es auch da Tarifverträge gibt.
Auf der anderen Seite, die Prozess-Outsourcing-Dienstleister haben natürlich das Problem, dass der Auftraggeber, das Stadtwerk, der Energieversorger, ja nicht unbedingt viel mehr Geld bezahlen möchte. Das heißt, wir sind auch mal bei den Gehaltskosten jetzt gedeckelt. Und dann muss ja trotzdem der Dienstleister seine eigenen Kosten irgendwo tragen, so seine Verwaltungskosten und sowas. Das heißt, es nur noch das, was dann am Ende übrig bleibt, kommt überhaupt als Gehalt in Frage. Und dementsprechend ist man dort im Regelfall bei kleineren, geringeren Gehältern. Das kann auch tatsächlich im Mindestlohn und im Niedriglohnbereich anfangen. Wenn man lange dabei ist, wenn man sich gut gemacht hat, dann gibt es natürlich auch dort jede Menge Aufstiegsmöglichkeiten. Aber da hat man im Regelfall weniger Gehalt als bei einem Stadtwerk oder Energieversorger eben direkt mitten im Team und fest eingestellt. Wie würde man jetzt zu so einem Stadtwerk kommen? Die schreiben immer mal wieder Stellen aus. Und zwar natürlich, wenn mal ein Mitarbeiter in die Rente geht oder gekündigt hat und dementsprechend ersetzt werden muss. Oder wenn mal neue Stellen geschaffen werden, weil zum Beispiel neue Aufgaben übernommen werden vom Stadtwerk. Oder auch mal nur eine zeitlich befristete Ausschreibung, zum Beispiel bei einer Reha-Vertretung oder bei einer Elternzeitvertretung. Da kann man eben die Chance nutzen und sich dort bewerben, aber die haben im Regelfall ziemlich konservative Ansichten und fordern dann eben jede Menge Erfahrung oder eine besondere Voreignung, wenn man also aus irgendeinem anderen Bereich kommt, gerade das Studium gut abgeschlossen hat und in einem anderen Bereich sich gut vorbereitet hat, dann kann man da die Chance nutzen und direkt zum Stadtwerk kommen. Aber ohne eine richtig gute Eignung ist es da im Regelfall sehr schwierig, weil die eben sehr konservativ sind. Bei Energieversorgern relativ ähnlich. Die BPO-Dienstleister, also die Prozessoutsourcer, sind da ganz anders. Die brauchen nämlich von vornherein Quereinsteiger. Die brauchen meistens viele Leute, weil die große Teams haben, weil die immer wieder neue Aufgaben bekommen. Und dementsprechend wollen die einfach Leute mit kaufmännischen Vorkenntnissen. Wenn man weiß, was eine Abrechnung ist, wie eine Rechnung erstellt wird, was da reinkommt, wenn man weiß, wie man eine E-Mail schreibt, dann ist man meistens gut genug geeignet, um erstmal dort anzufangen, und die bilden dann im Regelfall auch selbst die Leute weiter. Das heißt, sie haben eine eigene Akademie oder haben gute Mitarbeiter, die im Side-by-Side-Coaching dann eben die Neulinge gut weiterbilden können. Bei einem Stadtwerk ist es im Regelfall auch so, dass man einfach ins Side-by-Side-Coaching kommt, dann lernt man die Aufgaben, vielleicht kriegt man mal noch ein Seminar spendiert, zum Beispiel dann über den Dienstleister wie mich, der eben Seminare für Stadtwerke anbietet, und dann ist man auch meistens schon fest in der Aufgabe und lebt da eben so den Alltag und wird immer besser. Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es? Bei einem BPO-Dienstleister ist es natürlich ganz klar, wenn man sich gut macht, wenn man immer bessere und schwerere Aufgaben übernimmt, dann entwickelt man sich natürlich fachlich weiter und kann vielleicht mal sowas wie ein Supervisor oder dann natürlich auch Unternehmensberater sein. Das war auch meine eigene Laufbahn. Ich habe irgendwann die Einarbeitung unserer eigenen Kollegen übernommen. Ich habe dann auch irgendwann die internen Stadtwerke-Mitarbeiter mit ausgebildet und habe dann die ersten richtigen Beratungsaufgaben als Unternehmensberater übernommen. Das war eben mein eigener Weg. Genauso gut kann man sich dort natürlich auch hierarchisch weiterentwickeln und dann mal so als fachlicher Ansprechpartner oder als Teamleiter die Verantwortung für weitere Kollegen übernehmen. Das sieht bei einem Stadtwerk und Energieversorger ziemlich ähnlich aus. Wenn man sich fachlich richtig gut hervortut, dann kann man als Referent zum Beispiel eine bestimmte Stelle übernehmen oder mal bestimmte neue Projekte für die Einführung von anderen Aufgaben leiten. Das sind so die typischen Wege. Oder eben auch da als Teamleiter, als Abteilungsleiter, Bereichsleiter die hierarchische Ebene voranschreiten. Beide Seiten haben ihre Vorteile, beide Seiten haben ihre Nachteile. Wie ist das so bei euch? Habt ihr irgendwelche Fragen überhaupt zu dieser Stelle, Sachwalter der Energiewirtschaft? Seid ihr selbst Sachwalter der Energiewirtschaft? Ich weiß, dass viele von meinen Abonnenten genau das tun und sowohl bei den Dienstleistern als auch bei den Stadtwerken. Also schreibt mal dazu, wie ihr in diesen Job gekommen seid, was eure Weiterentwicklungsmöglichkeiten so sind und was ihr da schon in Angriff genommen habt oder was ihr vielleicht noch gebrauchen könnt. Was sind auch so Themen, die ich auf meinem YouTube-Kanal erklären soll, die euch vielleicht richtig gut helfen können? Schreibt die bitte in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr wisst, dass euer Arbeitgeber, euer Stadtwerk oder euer BPO-Dienstleister unbedingt mal ein richtig gutes Seminar für alle Mitarbeiter braucht, dann kann man das auch bei mir wunderbar buchen. Ich habe die besten Seminare für die Energiewirtschaft, vor allem auch für die Marco 2020. Also gebt bitte diesem Video auch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und hier an dieser Stelle seht ihr ein paar aktuelle Videos, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wenn ihr euch weiter mit der Energiewirtschaft beschäftigen wollt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.